So, hier sind wir wieder back ins Deutsche. Also, noch einmal die Ansage. Abfließen heißt das Codewort. Also, alle Leute jetzt vom Platz über die Brücke und ab. Ich weiß, auf der Brücke da hinten, ihr habt den besten Ausblick. Die Sonne scheint. Aber bitte geht weiter. Wir müssen hier runter vom Platz. Langsam, aber stetig. Denn um 1 Uhr wollen wir in der Siegessäule sein. Da geht das Programm weiter. Also, langsam vom Platz wegbewegen. Schieben, da machen wir wieder langsam, ganz freundlich, streicheln die Lücke, pusten in den Nacken, damit es weitergeht. Gut. Genau. Das heißt, der Startschuss ist gefallen. Aber wir machen hier noch ein bisschen weiter im Programm. Und nein, wir sind euch natürlich nicht böse, wenn ihr uns den Rücken zuwendet und langsam Richtung Friedrichstraße lauft. Ach ja, die Route, ne? Die wollten wir auch noch. Ne? Wo geht das? Willstraße. Dann Dorotheenstraße, Eliza-Kabin-Straße, Straße 17. Juni und dann an der Siegessäule mit dem Tiergarten. Da warten wir als Abschlussumgebung, damit ihr ungefähr den Bogen wisst. Okay? Also, geht's weiter. Genau. Tragt unsere Botschaft in die Stadt und viel Spaß auf dem Demozug. Bei uns geht's jetzt weiter mit einer jungen Powerfrau, die für die türkische Community in Deutschland ein Sprache ist. Sie steht für eine gute Integrationspolitik. Sie kämpft gegen die Aufbautung von Beschäftigten. Sie begrüßt mit mir ganz herzlich Çiğdem Ronesin von Didel, die heute aus einem aktuellen Anlass, und vielleicht habt ihr es schon gehört, dass in Ankara, in der Türkei, eine große türkeiweite Friedensdemo ein Attentat gegeben hat. Es ist also gut, dass Çiğdem heute hier ist, und es ist wichtig, dass du heute zu uns sprichst. Herzlich willkommen. Liebe Freundinnen und Freunde, genau aus diesem Grund möchte ich meine Rede auch anders anfangen als geplant. Denn heute Morgen hat uns eine traurige Nachricht erreicht. Wieder einmal hat die neoliberale Politik der AKP-Regierung vielen Menschen, die in der Türkei für Demokratie, für Frieden kämpfen, das Leben gekostet. Und bei einer türkeiweiten Demo für den Frieden sind bei einem Bombenanschlag ungefähr 40 Menschen gestorben. Und mehrere hunderte Menschen sind verletzt. Unsere Solidarität gilt den Menschen, die für Frieden, Freiheit und Demokratie kämpfen. In den nächsten Tagen werden wir als DIDIF Solidaritätskundgebung und Demonstrationen veranstalten und würden uns freuen, wenn wir gemeinsam ein starkes Zeichen, genauso wie heute, gegen die Ereignisse in der Türkei setzen könnten. Aber jetzt komme ich zu unserem heutigen Anlass, liebe Freundinnen und Freunde. Offiziell heißt es, TTIP und CETA werden Arbeitsplätze schaffen und das Wirtschaftswachstum steigern. Doch wir wissen nur zu gut, dass TTIP und CETA eine Gefahr für Demokratie, Bürger und Arbeiterrechte und Umwelt und Verbraucherschutz darstellen. Die Profiteure dieser Abkommen werden nicht die Bürger, sondern multinationale Konzerne sein. Will man ein Foto machen? Die EU-Kommission behauptet, eine Ablehnung würde Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze kosten. Wenn man Wirtschaftswachstum nur so versteht, dass Konzerne ihre Gewinne nicht noch mehr maximieren können und dadurch ihre Jahresbilanz nach unten korrigieren müssen, statt den Wohlstand, die Gesundheit und den Schutz des Lebens zu gewährleisten, mag das stimmen, liebe Freunde. Aktionäre, Manager und Konzerneigner werden ihre Hälse niemals vollkriegen. Das zu erwarten, wäre eine Utopie. Der Antrieb des Kapitalismus ist nun mal die Anhäufung von noch mehr Kapital. Oder glaubt jemand ernsthaft, dass die reichsten 1% der Welt jetzt aufhören werden, noch mehr Kapital anzuhäufen, weil sie 2015 bereits 50% des Weltreichtums besitzen? Sie werden Mensch, Rohstoffe und Umwelt weiter ausbeuten, die Umwelt zerstören, Wälder abholzen, Meere leer fischen, Arten und die Vielfalt zerstören, solange sie dadurch noch mehr Profit bekommen. Und
stoppen, indem wir wie heute unsere Kräfte bündeln und uns zusammenschließen, um die Macht der Banken und Konzerne zu zerschlagen und Menschlichkeit, Solidarität und Vielfalt und eine lebenswerte Zukunft für uns und unsere Kinder zu schaffen. Liebe Freundinnen und Freunde, alles, was ich gerade aufgezählt habe, die Zerstörung der Umwelt, die Ausbeutung der Natur und der Menschen, auch auf anderen Kontinenten, im Interesse von Konzernen kombiniert mit der Durchsetzung der westlichen Interessen mit Stellvertreterkriegen überall in der Welt, hat eine Migrationswelle nach Europa ausgelöst. In Syrien hat man künstlichen Stress durch importierte Rebellen erzeugt, den Irak zerstört, in Tunesien Fundamentalisten gegen eine linke Volksfront gestärkt. Die Griechen trotz ihres Neins gedemütigt, die Balkanländer destabilisiert, Konzernen Steuern geschenkt und sie so subventioniert, dass afrikanische Bauern und Fischer keine Existenzgrundlage mehr haben. Staatsfeinden erklären, sondern die Fluchtursachen bekämpfen. Und dann